Also ich bin Theda Radke, Professorin für Gesundheitspsychologie und angewandte Diagnostik in der Fakultät für Sozial- und Humanwissenschaften und forsche eben zur Gesundheitspsychologie. Also Gesundheit ist ja was, was jeder irgendwie versteht. Und ich gucke, warum wir uns zum Beispiel gesund oder aber auch ungesund verhalten. Also warum wir vielleicht weniger körperlich aktiv sind oder warum Personen rauchen, und gucke, welche Faktoren da eine Rolle spielen, um einerseits Personen eben zu gesundem Verhalten zu motivieren oder auch, dass sie einfach gesundes Verhalten weiter durchführen. Und andererseits gucke ich aber auch, wie man das fördern kann. Also was sind so Strategien, um Personen zum Beispiel dazu zu motivieren, dass sie ihr Smartphone weniger nutzen oder eben auch körperlich aktiver sind. Also tatsächlich hat mich eine Fernsehserie inspiriert, wo ein Psychologe gearbeitet hat. Der hat so im Arbeits- und organisationspsychologischen Bereich gearbeitet, und das wollte ich machen und habe dann in meinem Studium auch das vertieft. Habe dann aber mich eigentlich so ein bisschen umorientiert in Richtung Gesundheitspsychologie, was ich heute mache, und finde das nach wie vor eins der spannendsten Felder. Ich finde, das ist ein ganz breites Feld, was man untersuchen kann. Man kann körperliche Aktivität untersuchen, Ernährung, und ich finde ganz spannend daran, dass das ein ganz gesellschaftlich relevantes Thema ist, weil jeder möchte von uns gesund sein, und da einen Beitrag leisten zu können, finde ich total toll und faszinierend. Also ich stelle vor, wie sich die Smartphone-Nutzung auf uns auswirkt, wenn wir zum Beispiel sehen, dass jemand das Smartphone in Anwesenheit anderer Personen nutzt und was das mit uns macht. Und gleichzeitig aber auch, was man tun kann, wenn man selber merkt, dass man das Smartphone zu oft beispielsweise nutzt. Und ob so dieses Digital Detox, was so in den Medien häufig so als die Wunderwaffe angepriesen wird, ob das tatsächlich so effektiv ist, wie man denkt. Und da stelle ich auch vor, was wir für eigene Forschung gemacht haben, und auch eine App, die vielleicht so einen etwas anderen Ansatz verfolgt.